Wir haben das gezeigt, dass wir wissen, dass wir unserer Situation bewusst sind, dass wir wissen, um was es geht. Fühlt sich natürlich gut an, mit einem Erfolgserlebnis in die Rückrunde gestartet zu sein. Ich glaube, es spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Zum anderen, dass wir das erste Mal zu Null gespielt haben, ist natürlich für uns Verteidiger schön, und gegen einen direkten Konkurrenten zu gewinnen, bringt uns natürlich in gute Verfassung oder bringt uns einen Aufwind, dass wir in den nächsten Wochen auch erfolgreich sein werden. Ja, wir haben ja viel auch im Trainingslager gesprochen über die Situation, und ich denke, jedem ist ganz klar bewusst, um was es geht. Und wir haben ja auch Spieler dabei, die den Abstieg haben schon des Öfteren erlebt haben. Und klar, natürlich ist es nicht schön mit deiner Mannschaft, wenn du andere Ambitionen oder andere Ziele vor der Saison hast, dass du dann um den Abstieg spielst oder im Abstiegskampf bist. Und ja, ich muss sagen, wirklich von der ersten Minute nochmal, wir haben das gezeigt, dass wir wissen, dass wir unserer Situation bewusst sind, dass wir wissen, um was es geht. Da ist es so, das zieht sich aber auch irgendwie ein bisschen durch die ganze Saison, dass immer irgendwie Spieler ausfallen, verletzt sind, gesperrt sind, wie auch immer, und man immer irgendwie ein bisschen umbauen muss. Aber ich denke, das haben wir auch in diesem Jahr schon gut in den Griff bekommen. Ordnest du dich selbst als Innenverteidiger ein? Wie lange kann das denn nach deinem Geschmack noch so weitergehen? Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich froh bin über jede Minute. Und ich habe jetzt halt die meiste Zeit in der Saison Linksverteidiger gespielt. Und ja, es geht in erster Linie um das Wohl der Mannschaft. Es geht darum, dass wir eine gute Mannschaft auf den Platz bringen können, die den Gegner schlagen kann. Und wenn ich da meinen Teil dazu beitragen kann, ist das für mich natürlich schön. Und das ist mir egal, auf welcher Position. Aber geht es denn nicht auch manchmal so, dass du denkst, jetzt möchte ich auch mal da spielen, wo ich eigentlich eingeplant bin, da möchte ich es zeigen können, und ja, im Grunde nicht immer nur die 1B-Lösung für eine Position sein, die eigentlich anders besetzt wäre? Klar, ich habe es ja schon gesagt, dass ich in Zukunft mich als Innenverteidiger sehe, aber ich glaube, dass das für einen Spieler oder für einen jungen Spieler nur von Vorteil ist, wenn man mehrere Positionen spielen kann. Variabel einsetzbar ist, und klar, wenn man sich auf einer Position spezialisieren kann, dann ist es schön, aber das ist zweitrangig in diesem Jahr. Es geht darum, halt einfach dem Wohl der Mannschaft zu dienen, und wenn ich dann Linksverteidiger spiele, dann bin ich auf jeden Fall auch zufrieden. Eine neue Frisur bei dir. Wette verloren oder einfach nur aus praktischen Gründen? Nee, ich habe mir gedacht, ich brauche mal eine Veränderung in meinem oder auf meinem Kopf. Ich habe jetzt schon seit 3 oder 4 Jahren, glaube ich, die gleiche Frisur, aber ein bisschen länger oben. Und ich dachte mir, im neuen Jahr, wenn die Rückrunde beginnt, mache ich auch mal was Neues. Und ja, bis jetzt hat es eigentlich gut geklappt.